Das Piratenschiff, das schippert durch die Meere. Doch es kommt ihnen kein Frachtschiff in die Quere. Weit und breit nur blauer Himmel und das Meer. Den Piratenkapitän, den nervt das sehr. Sehr schlecht gelaunt, sagt er zum Matrosen Hein. Hier ist ja tote Hose, Mann, ich schlaf bald ein. Ich lege mich in die Kajüte, hör gut zu. Das Steuerrad, das übernimmst jetzt du. Doch der Hein ist kein sehr guter Steuermann. Und weil er halt überhaupt nicht steuern kann, setzt er Sekunden später schon das stolze Schiff auf das allererste klitzekleine Riff. Die Piraten stecken also leider fest. Sowas hassen die Piraten wie die Pest. Den Piratenkapitän, den packt die Wut. Denn es dauert jetzt noch Stunden bis zur Flut. Die Piraten haben keine Lust durchs Watt hindurch zu warten. Aber einen trifft es, einer muss es sein. Und die Wahl, die fällt auf den Matrosenhain. Die Piraten schmeißen unseren Hain von Bord und brüllen laufgeschwind durchs Watt zum nächsten Ort. Bringen Schlepper mit ein paar dicken Seilen. Und der Hain, der weiß, er muss sich jetzt beeilen. Doch der Moment, als er den Küstenort erreicht, ist der Moment, als die Erinnerung verbleicht. Und er weiß wirklich gar nicht mehr, na toll, was er in diesem schönen Küstenort bloß soll. Die Piraten müssen wohl auf ihre Rettung noch was warten. Denn im Küstenort sitzt der Matrose Hein in einer Kneipe und trinkt süßen Erdbeerwein. Die Piraten stecken fest auf ihrem Schiff und spielen Karten. Denn sie haben wohl vergessen, so ein Mist, dass der Matrose Hein total vergesslich ist. Die Piraten mussten warten, das war gut. Sehr gut. Irgendwann befreite sie die nächste Flut. Die Flut. Es zog sich schnell hinaus aufs weite Meer. Aufs Meer. Und den armen Hein vermissten sie nicht sehr. Doch der Hein, der fand an Land sein großes Glück und will nie mehr auf das Piratenschiff zurück. Denn in der Kneipenküche steht er jetzt parat. Er macht Gemüseauflauf und auch mal Salat. Die Piraten schippern weiterhin durch die Koordinaten, stets bereit für ihren nächsten Überfall. Die Piraten haben irgendwie einen Knall. Doch der Matrose mit Namen Hein, der zog das größte aller Lose. Er steht fröhlich in der Küche und er kocht.